Chris, wie investierst du eigentlich dein Geld und wie sollte ich mein Geld investieren? Auf diese Frage werde ich in diesem Video eingehen und nicht nur das, ich werde dir auch von einem meiner bisher größten Investments erzählen, welches ich so noch nie irgendwo öffentlich erwähnt habe. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran, es wird garantiert spannend. Okay, fangen wir an. Wie solltest du dein Geld investieren? Zunächst einmal kann man das auf gar keinen Fall pauschal beantworten, denn wie du investieren solltest, hängt ganz stark damit zusammen, wo du gerade stehst. Ja? Und ich würde jemanden, der, sag ich mal, ein Business hat, der schon die ersten Mitarbeiter hat und überlegt, wie er dieses Business skaliert, etwas völlig anderes raten, investmenttechnisch, als jemanden, der noch ganz woanders steht, ganz am Anfang steht. Das heißt also, unterschiedliche Menschen gucken dieses Video und deswegen werde ich auf die unterschiedlichen Stufen eingehen, wie man sein Geld und seine Zeit natürlich auch investieren sollte. Denn ein Investment ist nicht nur ein Investment in Form von Geld, sondern auch immer in der Regel ein Investment in Form von Zeit. Streich den Gedanken aus deinem Kopf, dass du, sag ich mal, nur Geld investierst und mehr nicht. Du wirst immer Zeit investieren müssen, selbst wenn du Aktien kaufst, bist du selber dafür verantwortlich, dass diese Aktien vernünftig sind, sag ich mal. Ansonsten brichst du die Nummer 1 Regel von meiner Meinung nach besten Investor der Welt, Warren Buffett: investiere nur in Dinge, die du auch verstehst. Ja? Das heißt, um eine Sache zu verstehen, muss ich erstmal Zeit investieren. Das heißt, du investierst immer Zeit und Geld. Wie solltest du denn nun investieren? Fangen wir mal ganz von vorne an. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, wenn du noch überhaupt keine Ahnung hast, dann solltest du nur in eine einzige Sache investieren, nämlich in dich selbst, in deine eigene Weiterentwicklung, in deine persönliche Weiterentwicklung. Denn viele Dinge bekommt man in der Schule nicht beigebracht, wie zum Beispiel den richtigen Umgang mit Geld, kreatives Denken, Verhandlungen führen, Projektmanagement, wie funktioniert allgemein ein Business, wie funktioniert die Wirtschaft. Das lernen wir nicht in der Schule. Deswegen liegt es an dir erstmal, dort Zeit und Geld zu investieren. Ob das nun Bücher sind, wozu ich dir auf jeden Fall raten würde, ob das nun Netzwerken ist, also der Austausch mit anderen Menschen, wozu ich dir auch raten würde, oder ob das Kurse sind, wozu ich dir auch raten würde, also Coachings und so weiter. Das alles ist ein Investment in dich selbst, wo du erst einmal Wissen aufsaugst. Ja? Das ist die erste Stufe sozusagen. Irgendwann wirst du genug Wissen haben und wirst bereit sein oder wirst zu dem Punkt kommen, dass du ein eigenes Business startest. Egal in welchem Bereich das jetzt ist, du musst am Anfang erst einmal darfst am Anfang auch nur in eine Sache investieren, nämlich dann in dein Business. Ja? Das heißt also, jedes Business ist mit unterschiedlichen Startkosten verbunden. Bei dem einen musst du, wenn es ein Geschäft ist, musst du vielleicht die Ladenmiete bezahlen. Wenn es ein Online-Business mit physischen Produkten ist, musst du physische Produkte bezahlen und so weiter und so fort. Und natürlich gehört dazu auch Besucher. Das heißt, in einem Offline-Business musst du dafür sorgen, dass Besucher an deinen Laden kommen. In einem Online-Business musst du dafür sorgen, dass Besucher an deinen Laden kommen. Ja, in deinen Laden, auf deine Webseite kommen. Das heißt, du investierst einen Großteil deines Geldes, reinvestierst du einfach in das Business, bis das Business, sag ich mal, größer wird. Und dann wirst du irgendwann zu einem Punkt kommen, wo du merkst, ich kann ja gar nicht mehr alles allein. Ja, ich schaffe gar nicht mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt, sag ich mal, das Ganze größer machen will, dann muss ich 50 Stunden am Tag arbeiten. Dann merkst du, okay, 50 Stunden am Tag geht nicht ganz auf. Nee, geht nicht. Und dann merkst du, okay, du brauchst einen Mitarbeiter. So. Und du brauchst ein Team. Du brauchst also Leute, die dich dabei unterstützen. Und das ist dann der Moment, wo du in dein Team investierst. Ja, in der Regel. Das heißt, du investierst in Menschen, die dir helfen, das Ganze auf ein höheres Level zu heben. Denn du kannst natürlich viele Dinge automatisieren, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Das heißt, ab einem bestimmten Level geht es nicht mehr. Und dann musst du in ihm und solltest du meiner Meinung nach in Mitarbeiter investieren. So, das Business wird größer und größer und größer und irgendwann läuft das Business sehr, sehr gut ohne dich. Das heißt, du musst nicht immer physisch oder auch allgemein, du musst nicht immer deine Zeit vollständig in das Business investieren, jeden Tag. Und dann kannst du mehrere Dinge tun. Dann kannst du beispielsweise in Assets investieren wie Immobilien, du kannst auch in Aktien investieren, du kannst auch in sag ich mal, in risikoreiche Sachen investieren, in Bitcoin oder ähnliches, ja. Und du kannst eben auch in ein anderes Business investieren, also in den Aufbau eines anderen Business, oder du investierst einfach direkt in ein Business, was schon da ist. So, und das ist das, was ich dir raten würde, und das ist das, was ich immer so gemacht habe, ja. Ich habe natürlich auch viele andere Dinge investiert mittlerweile, ja, aber ich habe vor allen Dingen am Anfang geguckt, wie kann ich mein Geld sinnvoll in andere Businesses stecken,
an denen ich beispielsweise Beteiligung habe. Viele von euch wissen das, ich habe auch eine Beteiligung an einer Online-Marketing-Agentur. Ich habe Beteiligung an verschiedenen Projekten, sage ich mal, die erfolgreich laufen. Und ja, das ist eben das, was ich dir dann empfehlen würde. Warum? Ganz einfach, weil man spricht ja immer von einer Rendite. Die Rendite ist also das, was du sozusagen mehr raus hast, also der Return on Investment, also das, was du, was dein Investment dir, sag ich mal, prozentual an Rendite bringt. Und das, diese Rendite kann natürlich auch bei Aktien total hoch sein. Das heißt, du kaufst eine Aktie, die geht total durch die Decke, boom, ja, dann hast du ein sehr gutes Investment gemacht mit einer sehr hohen Rendite. Auch bei Immobilien kann das passieren und bei Immobilien hast du den Vorteil, dass du das nicht, dass du nicht dein eigenes Geld nehmen musst, sondern auch ja, von der Bank einfach Geld bekommst für diese Investments. Ja? Aber bei einem Business, wenn du in ein Business investierst, hast du meiner Meinung nach natürlich auch ein viel höheres Risiko, aber die Rendite prozentual, die du aus deinem Business rausholen kannst, ist exponentiell viel, viel höher meiner Meinung nach. Als beispielsweise in Aktien oder in Immobilien, was nicht heißt, dass das schlecht ist. Also auch wenn du das machst, dann ist das ein risikoärmeres Investment, was natürlich aber auch in der Regel nicht so viel Rendite bringt. Ja? Ich persönlich bin der Überzeugung, oder meine Philosophie ist, sag ich mal, das Geld dann, sag ich mal, in risikoreichere Investments zu stecken, in Business, die ich aber auch besser kontrollieren kann. Also ich habe da einen besseren Einfluss drauf. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe. Wie gesagt, viele Dinge daraus entstanden. Und mein neuestes Investment ist das Investment in eine Softwarefirma. Ja, ich habe eine Softwarefirma aufgebaut, welche ich zusammen am kommenden Samstag auf der Marketingoffensive, wo ich auch spreche, zusammen mit meinen Geschäftspartnern ankündigen werde. Ja, das heißt also, wir werden dann sagen, was für eine Software-Company, was für eine Software-Firma ist das? Was macht diese Software-Firma? Und ich kann dir jetzt schon einmal sagen, du wirst in nächster Zukunft, in naher Zukunft, sehr, sehr viel von dieser Software-Firma hören. Und falls du, sag ich mal, das Ganze live verfolgen willst, falls du live mit dabei sein willst, wie wir diese Software-Firma ja sozusagen ins Leben rufen, ja offiziell. Ja, wir arbeiten schon seit über einem Jahr an diesem Projekt, seit über einem Jahr. Und falls du live dabei sein wirst, wie, sag ich mal, das Ganze angekündigt wird und veröffentlicht wird, dann findest du jetzt hier irgendwo einen Button, ja, je nachdem, wo du dieses Video siehst, oder einen Link in der Beschreibung. Klick da drauf, melde dich zur Marketing-Offensive an, das ist ein Livestream-Ticket, welches es bis Samstag noch zu einem Sonderpreis geben wird. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib dir wieder einen Daumen hoch, schreib mir einen Kommentar und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Peace.